Hallo Willi, jetzt kriegst du sogar von mir eine zweite Videoantwort zu deiner 299 Abonnenten Giveaway Challenge. Du hast gefragt, welches Einhandmesser man oder man empfehlen würde, da du ja schon seit, weiß ich nicht wie lange, mit diesem Taschenmesser darum hantierst. Ich habe hier mal meine Moras ein bisschen drapiert. Ein paar davon habe ich doppelt, bei den meisten. Ich kaufe meistens etwas doppelt, falls was kaputt geht und es nicht mehr produziert wird, dann habe ich es nochmal. So, folgendermaßen ist Messer Nummer 1. Das ist Light My Fire. Hat hinten im Griff eingebaut einen Feuerstahl. Den Preis habe ich jetzt gerade so nicht im Kopf, aber ich denke mal so um die 30 waren es. Feuerstahl ist schon mal nicht schlecht, aber Red Tail Tank, der wird wohl nicht so sonderlich weit reingehen. Ich habe es schon mehrfach getestet, ausprobiert. Aber auch hinten, falls man das sehen kann, den Messerrücken mit einer Schleifmaschine so geschliffen, dass man hier wirklich einen 90-Grad-Winkel hat, um den Vollstahl gut abziehen zu können. Ist kein schlechtes Messer. Hat auch hier vorne, wie man das sehen kann, hier oben an der Spitze, das etwas verjüngt. Trotzdem ist das eigentlich für 30 Euro zu teuer. Weg damit. Wir befinden uns übrigens bei mir im Schlafzimmer und ich hatte jetzt keine Lust, den Baulärm zu haben und ich habe auch keine Zeit, um in den Wald zu fahren. Ich muss gleich zu meiner Freundin. Nummer 2. Da haben wir hier. Ach nee. Wie heißt das? Ist das das Companion? Naja, es gibt nicht so wirklich viele von Mora, die in diesem leuchtenden Orange sind. Also im Prinzip ist das nichts anderes als diese anderen beiden, nur mit einem anderen Griff. Die Scheide ist ein bisschen anders. Ne? Hier ist sie gerade, hier ist sie ein bisschen geschwungen. Ansonsten hat das hinten fast den identischen Clip. Fast. Also das hier ist das Companion 860 MD, das grüne. So, dieses Mora habe ich schon sehr lange. Das habe ich auch hinten abgeschliffen, klar. Liegt sehr gut in der Hand. Kostet so um die 12 bis 15 Euro. Würde ich empfehlen. Auf jeden Fall. Da ich weiß, dass du in Berlin wohnst, würde ich sagen, das kannst du nicht so offen am Gürtel tragen. Das fällt auf in dem bisschen Wald, was ihr habt, wie ein wunder Daumen. Ich leg's mal auf Seite. Dann hier das Bauhaus Mora. Ich glaube, das war das Clipper. Carbonstahl, man sieht, ist schon direkt angelaufen hier oben. 8 Euro ist im Prinzip das, was du suchst. Unter 30 Euro. Dann hier das Clipper 860 MG. Das kam damals mit der Bacula Blender zusammen. Für, ich glaube, das waren 36 Euro. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann habe ich jetzt muss ich hier aufgucken. Die beiden Messer sind identisch. Das waren ursprünglich die 511er. Die habe ich gekauft, weil man die 510er nicht mehr bekam. Das waren die 511er hatten hier einen Fingerschutz dran, einen Schneideschutz, dass man nicht abrutscht und über die Klinge fährt. Wie man sieht, die laufen auch kräftig an. Und
Das ist das nachgebaute oder für HKGT gebaute Mora 510 Black. 16 Euro hat es gekostet, inklusive dem Versand. Und früher gab es das 510, das war dann mit der gleichen Scheide. So. Ich mache an diese Scheiben, wo hier oben nur dieser Gürtelclip dran ist, mache ich immer so eine Kabelbinder dran, um es anschließend mit einer Kordel oder so irgendwie am Gürtel zu befestigen, weil den Dingern traue ich nicht so wirklich. Die gehen relativ schnell kaputt. So, wie gesagt, die würde ich auch empfehlen. Allerdings mag ich die Fingerguards nicht. Wenn man die abgemacht hat, wackeln die ein bisschen hier rum. Man kann die aber auch andersrum reinstecken und dann wackeln die nicht mehr. Doch, wackeln doch. Na gut. Also tue ich die auf Seite. Das Mora 510 Black von HKGT. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau, so 14 oder 16 Euro mit dem Versand. Mit einer kleinen Modifikation von mir, einem Zündstahl dran. Hinten nochmal trotz allem, um halt die Klinge zu schonen, den Abzieher davon. Würde ich lassen. Dann haben wir das Mora Classic 1. Das habe ich auch schon relativ lange, wie man sieht, das ist auch schon ein bisschen angelaufen, hat Patina bekommen. Was ich mag es eigentlich ganz gerne, aber der Griff ist ja ziemlich rutschig, weil ich weiß nicht, was sie da für einen Lack genommen haben. Ich kann es auch so nicht identifizieren, obwohl ich gelernter Maler und Lackierer bin. Lege ich auf Seite, weil ich habe hier eine kleine Modifikation. Wen wundert's? Und zwar, und das ist schon sehr alt, das habe ich mindestens schon 5 Jahre, da habe ich hier, habe ich den Lack abgemacht und habe hier kleine Rillen reingeschnitzt und habe ihn anschließend nachlackiert mit einem Metalllack. Und der klebt. Und an dem Messer rutscht man nicht mehr ab. Also wenn du dir das kaufen willst, mach den Lack ab, schnitz ein paar Kerben rein und mach Metalllack drauf. Hammerit zum Beispiel, perfekt. So. Da du jetzt bei circa 15 Euro liegst, etwa. Wir übertreiben mal, wir gehen bei 15 Euro. Du willst 30 Euro ausgeben. Ich habe noch nicht gehört, dass du eine Säge hast oder ein Beil. Gehen wir mal vom Höchstfall aus. Du nimmst einen 8 Euro Baumarkt Mora. Gehen wir mal davon aus. Wir legen die mal auf Seite. Und du hast das Glück. Also, du hast das Glück. Du findest vielleicht einen. Wie hieß er nochmal? Beim Cody habe ich diese Klappsäge gekauft, die genauso oder fast genauso gut ist. Mal einblenden. Provida heißt die Firma. Ein Cody. Für 3 Euro habe ich das gekauft, da waren es 4. Sagen wir 4. Dann liegst du bei 12 Euro. Dann. Bei einem Baumarkt, ich weiß nicht, wo es den sonst noch so gibt, den habe ich mal in Neuwied entdeckt. Gibt es hier so eine Axt? Was ist das? Hartholzstiel, keine Ahnung. Das kam für 8 Euro. Nee, Quatsch, 7. Dann legst du bei 15 Euro und 4 Euro hättest du für 19 Euro schon fast ein komplettes Kit zusammen, was an
Schneidewerkzeuge. Was du an Schneidewerkzeugen gebrauchen könntest. Ich würde sagen, kauf dir das Bauhausmohrer. Ein günstiges Beil, mach's schön scharf. Die kommen meistens sehr unscharf daher. Und falls du kein Kodi in deiner Nähe hast, der Lidl hat oft Klappsägen und der Aldi auch. Spätestens jetzt im Spätherbst bringen die, glaube ich, wieder welche raus, um die Bäume winterfertig zu machen. Oder im Frühjahr. Wie gesagt, hältst du für 19 Euro ein komplettes Kit zusammen. So, und jetzt sage ich es richtig. Glückwunsch schon mal zu deinen 299 Abonnenten. Willi, mach's gut. Mach weiter fleißig Videos. Wir haben da alle Spaß dran. Und sauf nicht mehr, wenn du Video filmst. Oder kiffen. Tschüss, Willi.